Servus Leute, heute kam der Patch 0.14.9.6, ein Technical Update, das vor allem Probleme im PvE behebt, ein paar Quality of Life Features ändert und eine neue Quest hinzufügt. Dazu gibt's Patch Notes und die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Den Link zu den Patchnotes findet ihr unten im angepinnten Kommentar, wenn ihr es euch selber mal durchlesen wollt. Und ja, wie gesagt, 14.9.6 Technical Update. List of Changes. Added a new questline for obtaining extended 2AS BTG Stimulant allowing owners of any edition to obtain this item. Das ist der Stim, der hinzugefügt wurde. Ja, da hat die EOD Edition den Craft, den kann man jetzt frei questen, den Craft. Und ist ein Stim, mit dem man ein bisschen mehr tragen kann. Den kann man aber auch in-game finden. Also, ja, kein großer Game-Changer. Aber es gibt jetzt die Quest, um diesen Craft auch mit jeder anderen Edition außer EOD zu bekommen. Added a new option, Hideout Zone Upgrade Items to the Auto Wishlist Setting, which does not include items from favorite crafting recipes, but does include everything needed to build and upgrade the Hideout. Also, es gibt eine neue Option, um automatisch die Wishlist zu befüllen. Hideout Zone Upgrade Items, also nur noch Sachen, die zum Upgraden im Hideout verwendet, gebraucht werden, kommen auf die Wishlist und nicht mehr Crafting-Rezepte, was eine gute Sache ist. Hört sich sehr nach Community-Feedback an. Finde ich gut, dass sie das auch direkt umsetzen. Und change the position of the Wishlist-Button in the Interaction-Menu and the Survey-Button on the Button-Menu. Das ist auf jeden Fall Community-Feedback, wo sie schnell darauf reagieren. Also der Wishlist-Button, der war immer bei Rechtsklick ganz oben. Der wird jetzt an einer anderen Stelle sein. Der Survey-Button ist auch an einer anderen Stelle, dass das Charakter-Menü wieder ganz links ist und ja, haben sich viele darüber beschwert, auch bei mir auf dem Stream und ja, gute Änderung. Quality of Life sozusagen und Community Feedback. Dann List of Fixes für PvE. Fix the ability to change the AI amount in PvE Mode. Es gab da verschiedene Bugs, dass man ja PvE ohne Gegner, also ohne Scavs und Bosse und sowas starten konnte, einfach bloß durchlooten und wieder raus. Und ja, das wurde gefixt. Fixed an issue where extended PMC pockets as a reward for the task chain came with a time delay. Das ist nicht PvE oder auch. Man kann sich die PMC Pockets ja seit dem letzten Patch freiquesten und die kamen wohl ein bisschen delayed, wenn man das abgeschlossen hatte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Fixed the DSP Radio Transmitter not working correctly in PvE Mode. Der DSP Radio Transmitter ist das, ja, der Pinöpel, mit dem man rüber zum Lightkeeper kann. Da gab es wohl einen Bug, dass wenn man vorher im Hideout war, der decoded war und man beschossen wurde, beziehungsweise die Minen hochgegangen sind. Und das ist jetzt gefixt, also man kann im PvE auch wieder ganz normal rüber zum Lightkeeper. Fixed the incorrect display of armor change damage in the pulse rate statistics. Okay. Armor Damage in der Statistik. Fixed an issue with the Terra Group Labs Access Card not disappearing after a raid in the lab in PvE Mode. Haben einige berichtet, ob da vielleicht ein Event ist, von wegen, ja, Labs is for free. Das war ein Bug und ja, sollte jetzt behoben sein im PvE. Fixed the mid Mild Muscle Pain and Severe Muscle Pain Debuffs not working correctly after using the Gym in PvE Mode. Man konnte das Gym wohl immer wieder verwenden, ohne dass man einen Debuff hatte. Und das ist jetzt auch gefixt. Und es sollte einiges beheben, insbesondere rund um den Flea Market, der dadurch natürlich ein bisschen verfälscht wird. Insbesondere, weil man ja ohne Gegner looten konnte und das Ganze sozusagen ja ohne Stress jeden Loot, den man wollte, rausholen und das Ganze auf den Flea Market stellen. Hat den Flea im PvE ein bisschen verfälscht, aber ich hoffe, das wird sich jetzt dann wieder einrenken, wenn das ja hier gefixt ist. Ich glaube, so lange haben diese Bugs gar nicht existiert. Und es sollte auf lange Sicht nicht so die Auswirkungen haben. Und das war's auch schon mit diesem Technical Update. Ihr könnt mir ja wie immer in die Comments schreiben, was euch gefallen hat, was euch fehlt. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt, ein Kommentar. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been